rap critic. He talk about it while I live it. If Red got the blunt, I'm the second one to hit look it. Look up in the, I got the verb nouns and glocks in ya. Into the center, lyrics bang like Ricker. Shay Rabbit, I bring habit with the name K-Matic. Rolling blunts and all day habit. I get it all like Smith and West. Who clicks the best? Punks take a sip and test. Who splits your best? The funk phenomenon. I'm bombing you like Lebanon. Blow canals at Panama, just off stamina. Look up in the sky, it's the bird, it's the plane. It's the funk doctor spot, smoking on the train. How high? So high that I can kiss the sky. So, Tony Top, ich glaube, der hat letztes Mal gegen uns echt gut gecarried. Der ist gut. Der ist gut. Und der. Sein PBX, den habe ich auch schon öfters gut performen sehen. Deswegen, ja. Das sind jetzt keine. Einfach nur Randoms. Das sind ganz gute Spieler. Oder jedenfalls erinnere ich mich an den Namen. Und zwar in keinem schlechten Sinne. Wir haben Clash of Botland and the Ranger of Passes. Junge, Junge, die zocken aber zu viele Leute TFT anscheinend. Zocken zu viele Leute TFT. Zing schon an, Junge. Boah, das hat gezogen, der Punkt gerade. Lucky, dass der Z da gerade war. Also ich meine, dass der Carlos da gerade war. Ja,
Ich glaube, er selbst ist da abgeflasht. Hatte ich mir schon gedacht, Bruder, dass du das machen willst. Azir ist schon ganz gut momentan, ja. Das ist schon einer der stärkeren Champs. Sie sind fast doppelte CS. Naja, nicht doppelte. Nachdem er jetzt die Wave gecatcht hat, sind wir wahrscheinlich ahead. 10, 12 CS. Früher war er viel besser, nicht nur besser, sondern früher war er viel besser. So ist es eigentlich. Yes, I'm building two endurance for my niches. Any motherfucker whispering about mine and I'm Brooklyn's finest. You rewind this, bad boys behind this. Ah, das ist Bot. Oh ne, ne, meint. Wollte gerade eben sagen, wir können den Jagen jetzt machen, aber dann hat sich deine Zeit enttarnt. Nice, Inferno ist auch gut mit unserer Farm. Hä? Was ist das für eine Scheiße gerade gewesen schon wieder? Was war das für ein scheiß Ballbug? Es kann nicht sein, dass er gegen die Wand gedasht ist, weil die Wand noch nicht physisch da war. Wenn die Soldier ein Knocken, ist die Wand, zählt die Wand noch nicht. Und zwar, die Wand zählt erst, also die Wand ist erst kreiert, sobald sie genau, also quasi genau, stehen bleibt. Also sobald die alle Soldaten stehen geblieben sind, dann zählt es als Wall. Davor ist es einfach nur ein Knockback quasi. Und zwar weißt du das, oder kannst du das wissen, indem du, wenn du gegen einen Olaf spielst, der unstoppable ist, der kann nicht da durchlaufen, wenn die Wall steht, kann aber durchlaufen, wenn sie noch kreiert wird. Okay, sie hat jetzt geflasht. Wie man Wave Management lernt, durchs Zocken oder durchs Videoschauen.
also durchs Zocken, weil du es halt dann halt lernst. Durchs Video anschauen, der jemand dir das erklärt, Stream anschauen, so Sachen. Pro View. Ja. Das Game ist schon mal recht kacke, muss man sagen. Wir sind alle behind, Das ist der Yorick, same as CS, wie der Jace heißt, das ist der Yorick ahead. Das heißt, ich glaube, das Game sieht ein bisschen over aus. Wir haben den Dragon auch verloren, das heißt, wir haben keine Winning Condition momentan. Wie gesagt, müsste ich zwar nicht zuerst ahead sein oder so, ansonsten ist das Matchup komplett wild. Also quasi nicht genug ahead dafür, dass er Zed gegen Azir spielt. Ja, das ist schon mega obvious, aber ja. Lol, er hat kein Ultimate. Lol. Okay. Ja, nicht hier Ludens first. Zedroom war nicht so gut für ihn, muss man sagen. Der hat mir jetzt zwar zwei Blades zu geben, eventuell drei. Wir haben es versucht, Jungs. Das 1 gegen 2, aber es war nicht möglich. Traurig auch, dass der Zed jetzt nicht Kill bekommen hat. Das war so unverdient. Alter, okay. Ja, ich geh da richtig Bock, Alter. Last Inner Tick. Jetzt flashen sollen. Ich dachte nicht, dass er mich kriegen kann, muss ich sagen. Aber zwei Infernals und ein Item reicht anscheinend. Nein, nicht 5-1, erst 3-1 gewesen, als ich Geld hat. Aber es reicht anscheinend. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen.
Okay, wir laufen die Kreuzung hin. YOLO, let's go. Alter, wie kann der Kardos denn hier die Kindel töten? Hä, ich hab... Hä? Ich stimme auf den Kardos drauf. Er ist wirklich im Arsch. Wir sind 2 gegen 1. Der Fokus die Kindel. Kindred, alles klar. Er fokust dich. Q-Spell, einfach sein Q-Spell. Und du kannst nicht sterben. Guardia ultet rein. Aber keine Ahnung. Junge, das war so eine Jungle Dash schon wieder, Alter, heftig. We'll be right back.